dieses Gefühl, wenn du deinen nächsten Kurzurlaub gebucht hast. Die besten Ideen auf kurzurlaub.de. 2 bis 5 Tage frei. Liebe Medienvertreter, liebe Gäste hier in der MDCC Arena, ich darf Sie begrüßen zur Pressekonferenz nach dem heutigen Heimspiel des 1. FC Magdeburg vor 17.500 Fans gegen den FSV Zwickau, präsentiert von unserem Partner Temps. Endstand 1:2. Wie gewohnt überlassen wir dem Gästetrainer das Wort. Joe Enox, bitte. Ja, vielen Dank. Spiel hat nicht gut für uns angefangen. Die erste 30 Minuten machen wir halt 3-4 Fehler. Ist nur ein Tor gegen uns gefallen in diese Phase des Spiels. Je länger die Halbzeit gedauert hatte, desto mehr wir uns besser im Spiel gefunden haben. Mit ein bisschen Glück sind wir halt nur mit einem Tor Rückstand in die Halbzeit gegangen. Und dann zweite Halbzeit, Kleinigkeiten, die wir halt in unserem Spiel geändert haben. Es hat was mit Konsequenz zu tun, gerade halt Zweikampfverhalten hinten, die in der ersten Halbzeit ein bisschen vermissen lassen haben. Das haben wir in der zweiten Halbzeit besser gemacht. Wir haben auf unsere Chancen gewartet und die sind auch gekommen. Und Gott sei Dank, die wenigen Chancen, die wir gehabt haben, haben wir zwei davon genutzt. Was mich sehr stolz macht, ist, dass wir halt nach der Führung, dass wir weiterhin mutig nach vorne verteidigt haben, dass wir versucht haben, Magdeburg frühzeitig unter Druck zu setzen, die halt weit weg von unserem Tor gehalten haben, sodass da keine riesen Torchancen entstanden sind. Und deswegen war für uns am Ende der glücklicher, aber verdiente Sieger. Dankeschön. Danke, Herr Enox. Pele, dein Statement zum Spiel bitte. Ja, auch von mir Gratulation, Joe, und deine Mannschaft und den Club. Wenn du so verteidigst wie vom 1-1 und vom 1-2, dann sage ich ganz ehrlich, ist mir zu billig, über vergebene Chancen, möglichen Elfmeter, mögliches Foulspiel vorm 1-2 zu sprechen. Das ist nur, dann sind wir dafür verantwortlich, dass wir das Spiel verloren haben. Nur wir. Dann reicht es mir auch nicht, ich glaube, bis zur 55. Minute das Spiel unter Kontrolle zu haben. Das reicht dann einfach nicht. Und nach dem 1-2 reicht es auch nicht, nur eine Chance zu bekommen, weil zu wenig dann investiert wird. Und deswegen haben wir dann zu Recht 1-2 verloren. Und wenn wir am 21. Spieltag immer noch über Chancen vergeben reden und das reden, dann finde ich aber den falschen Ansatz. Und die Niederlage hat nur einer zu verantworten und das sind wir als Mannschaft und als Team. Und aus diesem Spiel gibt es sehr viele Schlüsse und die sind es dann auch, gilt es auch morgen zu besprechen. Dankeschön. Danke, Pele. Welche Fragen habt ihr, liebe Pressevertreter? Michael Nowak von der Bild-Zeitung, bitte. Ja, Michael Nowak, die Bild-Zeitung. Herr Wollitz, eine Frage. Ich habe heute zwei Sichter des FCM gesehen. Eine in der ersten Halbzeit mit einer Struktur, auch mit einer neuen Struktur, wo aus dem Zentrum, zum Beispiel von Kvesic, in die Spitze sehr viele kluge und gefährliche Bälle gespielt worden sind. Und ich habe die zweite Halbzeit gesehen, wo ich keine Struktur mehr erkannt habe. Warum hat sich das aufgelöst? Können Sie das erklären? Ab der 55. Minute, also kurz nach der Halbzeit, hatten wir auch Chancen. Koste alleine aufs Tor, Sören Bertram alleine aufs Tor, glaube ich. Also das war bis dahin in Ordnung. Dann war es vielleicht auch ein Zeitpunkt, vielleicht Mario R. vom Platz zu nehmen. 3-4 Monate nicht gespielt. Intensive Vorbereitung. Gut, wir hatten mit ihm Blickkontakt. Er hat noch 10 Minuten gezeigt. Gehe ich davon aus, dass er das dann auch einschätzen kann. Ist ja klar, dass dann diese Tiefenläufe bzw. diese Vororientierung dann nicht mehr so zustande kam. Dennoch, Einwurf stand 1-0 für uns. Eigenes Stadion. Finde ich, das ist so einfach, sich dann nur über die eine Struktur, sondern da geht es um Konzentration und Organisation. Und die war dann einfach nicht mehr gegeben und vor dem 1-2 auch nicht.
Und was mir missfällt, ist die Körpersprache nach dem 1-2. Zum Fußball gehört ein Rückstand. Zum Fußball gehört, dass Fehler passieren. Wenn wir über das eine reden, dann muss ich zumindest so viel Überzeugung haben, um das Spiel nochmal zurückzuholen. Weil es war noch Zeit genug nach dem 1-2 und das hat dann nicht ausgereicht, um zumindest nochmal das 2-2 zu erzielen und dann überhaupt auf ein 3-2 zu gehen. Reicht das nicht, aber 21. Spieltag, nach dem Rückstand noch nie ein Spiel gedreht. Es gibt Gründe dafür und die Gründe haben wir dann heute über die 90 Minuten gesehen. Gibt es weitere Fragen? Dann schließen wir die Pressekonferenz an dieser Stelle, sehen uns am 8.2. wieder hier gegen SV Meppen. Unseren Gästen eine gute Heimreise, alles Gute für den weiteren Saisonverlauf. Danke. So, gute Heimfahrt.